In diesem Video. Ist eine Schublade offen? Sitzt einer geknickt? Schaut jemand raus? Und lässt einen Schlag? Moin Leute, was ist passiert? Ja, es ist ziemlich Herbst, es regnet, ist kalt, leichter Wind. Ein Wetter, das wir so eigentlich nicht gerne wollten, aber es ist ziemlich klar, wer schuld ist. Wir zoomen da mal kurz hin, denn Timo hat gestern Abend seinen Teller nicht leer gegessen. So, jetzt haben wir den Salat. Das hat er echt nicht clever gemacht und bei der vielen Feuchtigkeit stehen mir die Haare zu Berge. Und weiß ich nicht so genau, was ich machen soll mit der Haar. Naja, unser Eins kümmert sich jetzt mal um die Arbeit und schreibt den Blog von gestern. Und dann schauen wir weiter, wie hier so die Lage ist. Die Arbeit nicht ganz fertig geworden, aber soweit mal fertig fürs Erste. Und jetzt gibt's Frühstück im Avanti. Da liegt mein Zeug. Die Jungs wollen nicht mit. So ein TI ist ihnen nicht geheuer, also gehe ich alleine. Und heute kommt auch meine neueste Errungenschaft mit. Ein Toaster für eine Person von WMF. Ich habe ihn schon mehrfach probiert. Das Ding ist genial. Timo kommt auch. Nein, wir hatten den rein. Wir sind hier zu dritt und es ist gar nicht eng. Ich kann ihn gar nicht richtig hauen. So weit weg ist er. So, ich muss hier vorne sitzen. Ich soll meinen Toaster selber betreuen. Oh, ja. Auf die ganz billige Bank. Ja, na, du kommst auf das Sünderbänkchen. Das finden wir jetzt mal raus, ob dein Inverter das kann oder nicht. Aber oh Gott, 600 Watt. Aber der ist geil, mach dir nicht lustig drüber, bevor du nicht davon gegessen hast. Arthur und Bettina fanden ihn grandios. Und ich glaube, irgendwann, wenn Bettina es schafft, haben wir auch einen Toaster. Mal einer versucht schon, ihn zu verräumen. Er hätte nämlich auch gern einen, darf aber nicht. Das ist das Schöne, wenn man alleine unterwegs ist. Einfach kaufen. Haha. Oh Gott. Was soll man dazu noch sagen? Am besten nichts. Und während der Toaster hier vor sich hin toastet, werfen wir mal kurz einen Blick in die Runde. Wir sind nämlich mehr als ihr denkt. Wir haben hier natürlich das Avantis Dirk, ne? Auch genannt Saftschubs, war Heißwasserschubse, aber ich bin überfreundlich. Dann haben wir natürlich Timo, der schon Vollgas gibt, weil er kurz vorm Verhungern ist. Nur klares Wasser oder? Ich dachte, du hast was vom Kaffee gesagt. Über ihm, guck mal, ein schönes Stofftier, ein Schaf. Und dann noch hier ein Hardrock-Bär. Der ist alt. Oh, da passt zu dir. Und da noch der Bär. Nee, der Hund. Und vorne der Scotty. Der ist auch alt. Da sagt man noch einer, nur unser Eins reist mit Gefiech. Ja, aber ich spreche nicht mit ihm. Und einer hat große Augen und einen vollen Mund. Cappuccino? Du Dirk, was machst denn du gerade? Sag's nicht. Und sonst so? Ich muss gerade Treppenstufen auswählen auf einem Foto. Ah. Und das sind immer so Dinge, ich hasse diese Sicherheitsdinger, weil ich mich da immer schwer tue mit. Es ist peinlich, wenn man das dritte Bild angezeigt bekommt, so nach dem Motto, möchten Sie irgendwie, brauchen Sie Hilfe? Warum machst du das denn? Weil ich gerade einen Toaster kaufe für dieses Foto. Nein, ein Toaster! Ah, ein WMF-Toaster! Aber kein Wort zu Sonja. Nein, natürlich nicht. Hast du jetzt deine Treppen ausgewählt? Ja, ich bin schon. Brauchst du Hilfe, alter Mann? Ich bin schon beim Kaufabschluss. Ich könnte den finanzieren auf 6 Monatsraten, 8,56 Euro. Aber Läppchen. Ich glaube, wir bezahlen den Bar. Timo, willst du auch was dazu sagen? Ich habe eine Pfanne, kann auch toasten. Ja, so habe ich auch monatelang getoastet, aber irgendwann habe ich mir gedacht, scheiße, das nervt. Aber es geht auch, also wir haben überlebt, ne? Pfannentoast funktioniert, aber ist doch nicht süß, der Kleine. Wer, ich? Ach so. Ja, einer alten Tradition aus dem Avanti folgend machen wir das natürlich hier genauso. Echt jetzt? Ja, dafür habe ich nicht. Aber guck mal, wie schick, hä?
zu Hose passen, zum Shirt passen, sogar zu deiner Hose passen. Ja, das Blau. Müssen wir den Leuten ja auch mal zeigen. Ne? Ja, ne? Guck mal. Partner-Look. Ist das? Aber bei ihm hat es für Beine nicht mehr gereicht. Ne? Nee. Ich habe zumindest noch Beine dran. Wir haben halt, wir verdienen nichts mehr, wir sind reich. Oh. Arm geworden. Hör auf. Ja, ist halt, ne? Komm, trockne ab hier. Aha, jetzt muss. Du müsstest dafür auch aufschauen. Ach, das war aber im Avanti bequem. Kannst du auch ein bisschen weniger Schaum? Nee, kann ich nicht. Das meckert Sonja auch immer. Dass ich zu viel Schaum habe. Mal mit Profis abwaschen. Gehen wir doch gerade die drei Tassen da hinten. Gerne. Eins, zwei, drei. Kannst du ausmachen? Da sind noch zwei. Geht los! Da hinten hat einer das Seil aufgemacht. Der Mercedes startet ohne Probleme. Und jetzt fahren wir rückwärts raus und runter. Wo geht's jetzt hin? Wir fahren ins Tal und dann auf den nächsten Berg. Der Nufnenpass ruft. Und diesem Ruf können wir nicht widerstehen. Der Gatekeeper verschließt das Gate wieder. Das ist wichtig, sonst hauen die Viecher ab. Und dann geht's weiter. So, das wäre geschafft. Der Rest steht schon auf der Straße und wartet auf den Leitwolf, auf den Co-Pilot also. Auf wie geht's! You are what I'm looking for. Grimseltunnel, Baubeginn 2027. Aha. Gibt's ein neues Käseloch in der Schweiz? Wir sind noch nicht in Ulrichen, aber in Oberwald und gleich in Ulrichen. Und da geht's dann links Richtung Nufnen. Wetter, Bombe, 10 Grad, sonnig. Aber warm ist anders, aber schön ist's hier. Salü Ulrichen, da geht's nach Airolo und den Nufnen hoch. Diesel kostet 2,25. Das sollte für uns noch halbwegs reichen. Da steht schon die Polizei. Die sind auf den Pässen sehr aktiv an den Wochenenden und radarieren und überwachen Überholverbote. Also aufpassen. Ja, und der Blick jetzt geradeaus, da sollte man nicht meinen, dass die Straße da irgendwo weiterführt. Ne? Das ist ja eigentlich echt nur noch Berg. Aber es geht weiter im Zickzack der Hang hoch. Looking on the city lights, flashing bright in my eyes. Look up to the sky and I got this relief inside. And there's no need to hide. I'm going all the way up. Ah, I'm going all the way up. So aufregend ist das, dass einer hier schon wieder rumgähnt. Da stehen die Vans. Timo ist auch irgendwo. Hallo Timo. Moin. Wir sind noch nicht oben, aber irgendwann. Ja, und der Friedrich genießt die Aussicht ebenfalls. Hat sich erholt von all den Ausgaben und schaut raus.
Kurze Pause hier mit ein paar Bildern und jetzt fahren wir weiter, denn wir wollen natürlich auf den Pass und nicht irgendwie auf halber Höhe abhängen. Das haben wir letzte Nacht schon gemacht. Meter über dem Meer. Wir haben es geschafft und sind oben. Und wir sind nicht alleine. Da ist mal gut was los. Komischerweise will hier keiner an der Kante stehen. Das ist leicht verwunderlich. Aber macht ja nichts. Stellen wir uns da halt hin. Einmal geradeaus, freier Fall. Naja, nicht ganz. Ja, da sind wir also oben angekommen, Nufnenpass, und das Überraschende, Wetter wesentlich besser als vor wie vielen Jahren, als ich hier mal war und komplett in der Suppe stand. Dagegen ist heute perfektes Alpenwetter, gewaltig. Und da hinten sehen wir diesmal sogar auch richtig schön den Gletscher. Geiler Scheiß, Mann. Das Bild trübt. Ja, was soll ich sagen, ne? Und heute hat auch der Souvenirshop übrigens auf. Die kurzen Hosen. Ist ja schon ein ganz harter Kerl, ne? Ja, kommen vom Nordkap. Fliegen an. Ah, wie heißt er? Timo vorbei. Ich werde mal angeschrieben, ob ich irgendwelche Sachen elektrisch verlegen könnte im Auto. Ja. Okay. Ich hab schon so einen Standardsatz. Verwechseln Sie mich mit Tino, dem reisenden Elektriker. So, Dirk, fahren wir weiter. Da runter? Nee, lieber rückwärts. Rückwärts. Zu schade um uns. Fährst du vor, wenn du Plätze kennst? Also ich habe ein paar gesehen letztens beim Hoch und Runterfahren. Okay, ja, dann gucken wir mal. Und fahren wir wieder hoch. Ja, die oder Option besteht immer. Oder fahren auf den Gotthard. Ja, Hauptsache wir fahren hier nicht geradeaus. Tja, die Jungs wollen nicht unbedingt bleiben, also fahren wir weiter. Hier ist nämlich frisch und windig. Und das ist zum Draußensitzen natürlich ein bisschen nicht so toll, das gebe ich zu. Auch wenn die Aussicht schon geil ist. Drohne fliegen, habe ich mir mal verkniffen, es ist windig und das Wetter einfach nicht so. Wolkenfrei und irgendeine verdammte Tür ist auf. Hintertür, Schiebetür, Co-Pilot, hast du wieder an der Schiebetür rumgespielt, Kopf? Das gibt's doch nicht. Wieso machst du das immer? Ah, Schiebetür offen. So, jetzt nicht mehr. Oh, die andere fährt schon ab. Dann mal los. Vollgas hinterher. Und hier verlassen wir jetzt auch das schöne Wallis und fahren in den schönen Kanton Tessin. Und wir sind mal im Sandwich in der Mitte. Und worauf die Jungs warten, weiß ich auch nicht, aber sie sehen süß aus. Airolo, 23 Kilometer, größtenteils so. Der Berg ab. Wir haben noch was gesehen.
Das sieht ganz nett aus. Aber wir kommen da sich so nicht rein. Hier rein? Ja. Ich glaub, das wir müssen weiterfahren, drehen weiter und drehen. Ja. Aber das sieht ganz nett aus eigentlich, ne? Das sieht ganz nett aus, aber weiter runter ist noch mehr. Ja. Weil ich wäre jetzt hier nicht rumgekommen. Ne, mit Würgerei wahrscheinlich, aber... Ne, okay. Ja. Dann fahren wir noch ein Stück weiter, ja. Aber hier der wäre schon ganz ja. Cool, ne? Ja. Also, das behalten wir uns mal im Hinterkopf. Wir fahren mal ein paar Meter weiter. Gucken, was noch kommt. Und wenn nichts mehr Gescheites kommt, dann drehen wir. Alacqua, hier ist im Winter Wintersperre. Und hier drehen wir jetzt vermutlich mal. Oder wir fahren halt weiter runter Richtung Airolo. Da waren welche unten an dem Bach. Aber wie die. Da wird es halt nur enger und voller. Ja. Und belebter und genau. Urlauber und Tessiner. Also wieder hoch auf den. Ja, war zwar recht auch wenig windgeschützt und kühl, aber. Naja, aber nicht so. Ja, hier, aber oben war kühler. Naja, gut. Ja, und hast du eine Idee Richtung Gotthard? Nee, da kommt nichts mehr. Da kommt dann nur noch der Land und Leute und der Gotthard und der Gotthard, ja. Und der Gotthard, da ist richtig was. Also ich hab da unten noch ein paar gute gesehen, aber frag mich jetzt nicht, wie die heute belegt sind. Weil stand nämlich letztens einige Wohnmobile unten an so einem Bach. Ja, damit musst du rechnen. Dann. Ja. Also da, wo wir eben kurz gehalten haben. Rein, nee, hier unten ist auch noch eine Ecke. Nee, aber ich meine jetzt. Ja, ja, da können wir jetzt. Okay. Ja? Ja, sah doch nett aus. Ja, eigentlich schon. Kann natürlich sein, dass da Privatgelände ist, das weiß ich nicht. Da stand kein Schild, da stand nur Flutgefahr, aber ansonsten. Und da waren noch Feuerstellen. Also ja, Feuerstellen. Dann fahr ich. Ja, einstimmige Entscheidung. Wir fahren wieder hoch. Da, wo wir gerade eben schon rein wollten. Alles wieder hoch. Armer Zottel. Armer Friedrich. Da sind wir wieder. Hier geht's rein. Da gibt's Geschilder. Da war mal eine Schranke oder sowas ähnliches. Ah, da hing ein umgedrehtes Einfahrverbotsschild. Moment mal kurz. So, das ist ein ominöses Schild. Und wenn sich das drehen wird, dann sähe das so aus. Ist das jetzt eine Zielscheibe oder dass man da nicht reinfahren darf? Gute Frage. Tja, weiß jetzt auch nicht. Eine kleine Vorbildfunktion haben wir ja. Und wenn da schon so ein komisches Schild steht, dann bleiben wir dort nicht, sondern drehen irgendwie. Und fahren wir anders hin. Das ist nämlich vermutlich hier Militärgelände. Und mit Militär legt man sich besser nicht an. Auch wenn es da Spuren gab von Feuerstellen und menschlichem Leben, aber kein Ärger. So, hier also rechts ums Eck. Allerdings bin ich mir nicht ganz so zuversichtlich, ob das hier erlaubt ist. Ganz ehrlich gesagt, es steht zwar kein Verbotsschild, kein Einfahrverbot, aber irgendwie kommt mir das ein bisschen komisch vor. Und hier gerade noch eine Ehrenrunde gedreht. Kommt aber auch rein. Könnte meinen, wir bleiben und trinken jetzt erstmal einen Kaffee. Und danach entscheiden wir, wie es weitergeht hier. Immer wieder schön, wenn eine Entscheidung gefallen ist. Wir bleiben dann mal vorerst hier. Nur am Handy. Den ganzen Tag. Nichts anderes. Business. Ja, Zottel ohne Probleme hier um die Steine manövriert, schön langsam. Timo fährt ein bisschen schneller. Ah, oh, und hat sich schon wieder irgendwas angeschnallt. Der Kerl kann einfach nicht langsam fahren. Ich weiß nicht, was mit dem los ist, aber irgendwas läuft da echt falsch. Wenn der einfach mal langsam, oder? Einfach mal gefühlvoll. Jetzt ist er hier, wo ist er hängen geblieben? An irgendeinem dieser Steine. Da ist er voll drüber gemoppelt, glaube ich. Ja, ja. Und wahrscheinlich ist er hier irgendwie hängen geblieben. Mann, Mann, Mann. So, der Avanti. Ich glaube, der hat immer noch am meisten Bodenfreiheit von uns allen. Der ist schon neu. Und er fährt da langsam und vorsichtig. Genauso geht es nämlich. Hat jetzt bei mir geguckt. Ja, läuft. Alles gut. Ist ein bisschen eng, aber geht.
Dirk ist halt auch ein besonderer Fahrer. Das hast du gut gemacht, Dirk. Super. War ja jetzt nichts Weltbewegendes. Die Welt bewegt sich immer. Aber da hallo Zottel. Da freue ich mich wirklich drauf, wenn ja. Bei Zottel ist die Tür auf. Hier, wie ihr seht, wir stehen alle, das Wetter ist schön und die Stimmung, keine Sau hier. Einer ist pennen gegangen, Timo ist auch irgendwie im Van gerade verschwunden, aber er hat vorher noch was dagelassen. Neue geile magnetische Taschen. Die sind, das kann man nicht anders sagen, der Knaller. Vor allem fassen sie richtig ordentlich was und gehen nie wieder ab, so ungefähr. Für die Ewigkeit genäht. Liter Flasche Wasser, das hebt. Klar. Eieiei. Sektflasche. Geht das auch mit einer Literflasche rum? Ja, und wie verwende ich jetzt diese Taschen? Da sind sie schon. Ich habe ein bisschen umgebaut, denn ich wollte schon immer mal meine Objektive einfach näher am Mann. Die hängen jetzt hier, runterfallsicher. Hier oben ist auch noch Technik drin. Das ist sehr praktisch, da kommen wir immer schnell ran und muss nicht immer nach hinten rennen, denn bisher hatte ich die hinten liegen. Und meine Actioncam, die sonst immer hier irgendwo drin rumfährt im Cockpit, habe ich jetzt hier in der Tasche drin. Da kann man auch eine Wasserflasche reinpappen, das hält. Und der Co-Pilot weiß jetzt immer, wo er hinfassen muss, wenn er mal filmen muss aus dem Fenster. Nämlich da unten hin, ist jetzt ein fester Platz endlich für die Cam. Ja, das Geile ist, alle Taschen sind einfach mit Magneten festgemacht. Die sind hier eingearbeitet, kann man überall hinmachen, wo was magnetisch ist. Und das ist bei den großen Taschen fast genauso gleich, nur alles ein bisschen stärker. So, Zottel gepimpt, er wird dadurch nicht unbedingt schöner, aber ein bisschen aufgeräumter. Doch, natürlich wird er schöner. Jetzt habe ich endlich hier Platz für Bürste, Schwamm und Dings Waschmittel kommt dann nachher noch rein, wenn sich das festgepappt hat. Und hier unten drunter können wir dann mal Friedrich hinkleben. Alles ein bisschen neu strukturiert und geordnet. Jetzt sag mal noch jemand, hier sei keine Ordnung, ne? Der hat doch keine Ahnung davon, wer das behauptet. Oder so. Und mal so, by the way, schöner Blick aus der Schiebetür. So, wisst ihr, was ich noch hab? Also, ne, ein Kaltgetränk hier in der Hand. Aber, ganz geil jetzt, ein neuer Flaschenöffner, der magnetisch ist. Da flippst aus. Ja, der gerade wegrannt ist, Timo. Der flippt auch aus. So, den klappt man da ein. So, da fällt nämlich dann nichts mehr davon. Nichts mehr auf dem Boden. Der Dinger ist aufgeräumt. So geil. Und jetzt würde ich ja gerne anstoßen. Alle weg. Naja, dann halt unter uns, ne? Prost! Tja, einer ist irgendwie sehr vertieft in seine Drohne. Das ist so die typische Drohnenhaltung eines Menschen, der Drohne fliegt. Und Timo ruht sich jetzt aus, nachdem er mich hier gut beraten hat, wo ich was hintun kann. Genau, spiel mit deinem Handy weiter, jetzt darfst du. Nach Mittagsschlaf, Taschen und Rumsitzen, am Handy spielen. Gibt's jetzt Abendessen, Burger. Leider gekauftes Fleisch und nicht selbst gemacht. Erlegt. Man kann halt nicht alles haben, ne? Da unterhalten sich zwei Profis, da wollte gar nicht zuhören. Jetzt rennt er wieder weg. Oh je. Ja. Und wisst ihr, wie hungrige Augen aussehen? Ungefähr so. Friedrich ist leider abgestürzt, glaub. Man sieht nur seine Füße. Die hast du ja toll geformt, Dirk. Ja, mit meinen eigenen Händen. Genau. Ey. Ja, Thema läuft. Ja, ich glaube, die erste Runde können wir essen. Farbe ist gut. Ja. Und wer hat nur die tollen Tomaten geschnitten? Du natürlich. Das wüsste ich. Gewaltig. Und alles Was? Unter den wachsamen Augen des hungrigen Co-Piloten. Der auch heute wieder leer ausgehen wird. Nee. Sorry, hol dir ein Eis. So, Freunde, ich wünsche euch einen guten Appetit. Ja, ebenso. Haut rein. Gute. Oh. Oh. Was denn? Kiefer ausgerannt. Was ist drin? Dein Kiefer. Ich
typische Fergehaltung. Ja. Wie ihr seht, seht ihr nichts mehr. Alle weg. Timo ist da noch am Van zugange. Wir sind umgezogen aus dem Wind, wobei der jetzt komplett abgestellt hat. Und jetzt hocken wir halt ohne Wind im Windschatten. Seht ihr das? Es regnet schon wieder. Ich glaube, wieder mal die einzige Regenwolke, die uns hier gefunden hat. Das Feuer ist aus, alle sind pennen gegangen. Und genau das machen wir jetzt auch. Dirk ist schon vor geraumer Zeit ins Bett. Und wir gucken jetzt auch mal, dass wir einen Co-Pilot schnappen und nach hinten legen. Wird Zeit nach 23 Uhr. Dann mal gute Nacht von hier und wir sehen uns dann entweder morgen oder im nächsten Video wieder. Je nachdem, wie ich schneide. Gute Nacht und lasst einen Daumen hoch da, wenn ihr Regenwetter auch so toll findet. Und Dankeschön fürs Amazon-Partnerlink verwenden, für die PayPal-Unterstützung. Das ist eine ganz tolle Sache, freut uns immer riesig. Und jetzt schlafen. Die Bande hockt da auch schon ziemlich erschlagen. Ciao und bis zum nächsten Video. So without